Und damit willkommen zurück bei Ultima 5 Lazarus. Ich kann nur hoffen, dass die Problemchen mit dem Fenster jetzt behoben sind. Wir werden sehen. Gut, wir befinden uns immer noch im wunderschönen... wunderschönen U, in der Stadt der Gerechtigkeit, obwohl wir schon den Inquisitor kennengelernt haben. Und es war nicht unbedingt erfreut, uns zu sehen. Und wir natürlich auch nicht so erfreut, es zu sehen, weil, naja, die Stimmung uns gegenüber, die Haltung war relativ feindselig. Wir reden jetzt einfach mit Wildfremden in U. Vor dir steht eine Frau von geradezu betörender Schönheit, groß und gärtenschlank. Ihre Bewegungen sind geschmeidig wie der Wind, der durch die Bäume bläst. Ihre Haut ist nussbraun und ihre bronzenen Augen strahlen eine Weisheit aus, die weit über ihr Alter hinausgeht. Dunkle, glänzende Haarsträhnen verbergen ihr zartes, ovales Gesicht. Guten Tag. Mehr sagt sie nicht. Aha, Name? Die Menschen Yu nennen mich Drosilla, doch die Wesen des Waldes haben einen einfacheren Namen für mich auserkoren, sagt sie mit freundlichem Lächeln. Beruf? Drosilla runzelt die Stirn. Ich glaube nicht, dass es ein Beruf ist. Druide zu sein heißt, die oberste Pflicht des Menschen zu erfüllen, für das Land und dessen Geschöpfe zu sorgen. Einfacher? Menschen sind sehr schwierige Wesen, sagt sie mit ernstem Ton in der Stimme. In der Natur des Menschen liegt so viel Verwirrung, dass die Namen, die er sich gibt, niemals seine gesamte Existenz einfangen können. Die einfacheren Geschöpfe des Waldes leiden an keiner solchen Verwirrung, weshalb ihre Namen, sofern man sie so bezeichnen kann, oft sehr anschaulich sind. Druide. Obwohl das Druidentum einen eigenen Lebensweg darstellt, gebe ich manchmal Teile seines magischen Wissens an andere weiter, in der Hoffnung, dass diejenigen dieses Wissen einsetzen werden, um auf ihren Reisen die Natur zu beschützen. Ja, das hätten wir ehrlich gesagt auch ganz gerne. So ein bisschen Druiden-Ausbildung oder so vielleicht. Ich weiß es nicht. Pflicht? Uns wurde der Verstand nicht gegeben, um die Natur zu versklaven, sondern um sie zu beschützen, zu hegen und zu pflegen. Ihre Stimme wird munterer. Den Geschöpfen der Wildnis wohnt ein Gleichgewicht inne. Wächst eine Rasse zu stark, so bricht der Hunger aus und verringert die Zahl ihrer Abkömmlinge wieder. Doch dieser Wechsel kann sehr gewaltsam sein. So ist etwa das Feuer in der Lage, den ganzen Wald zu zerstören, weil das Blattwerk zu dicht wurde. Sie schüttelt den Kopf. Die Geschöpfe der Wildnis müssen ihrer Natur folgen, aber durch sorgfältige Beschneidung und Führung können wir die Natur von solcher Gewalt beschützen und das Gleichgewicht wiederherstellen, das allen Dingen Harmonie verleiht. Interessant. Anschaulich. Madame Hendra etwa nennen sie bloß die Mutter, weil sie ihr Leben der Sorge um alle anderen widmet. Ich bin folglich die Tochter. Sie nickt ihr zu, sonst stelle sie sich ein zweites Mal vor. Weitergeben. Sie mustert eindringlich deine Gesichtszüge. Sie nickt bedächtig. Ich glaube, euch schlummert Kraft, aber ihr müsst eine Aufgabe bewältigen. Oh, endlich. Meditiert am Schrein der Gerechtigkeit, sodass ihr euch auf das vorbereitet, was ich euch beizubringen gedenke. Okay. Das heißt also, wir müssen zu dem Schrein nordöstlich, das heißt nach Osten, dann nach Nordwesten, wenn ich das richtig auf der Karte gesehen habe. Madame Hendra. Sie ist meine Mutter, zugleich eine begabte Druidin, sagt Drosilla mit ruhiger Stimme. Drosilla. Aha. Möge die Natur über euch wachen, meine Herren. Ende. Gut. Das heißt also, wir haben endlich eine Quest nach den beiden Ratschlägen. Genau. Also nach Osten und dann nach Norden. Hier immer schön am Wasser entlang. Da müssen wir dann zu diesem Schrein kommen. Ich nehme einfach mal ganz stark davon... Ich gehe davon aus. Gut. Es ruckelt. Ja, weil das Spiel unendlich viel Hardware frisst. Ausbilder, ist sie das gewesen? Oder ist da auch noch jemand im Haus? Schürhaken. Okay, hier ist niemand. Ah, die folgen uns ja ohnehin. Das heißt, der Avatar gibt uns einfach mal den Ton an. Der Rest darf hier folgen. Dafür sind sie ja hier. Dürfen sich uns anschließen auf unserem Quest. Was steht hier? Heilkräuterladen. Oh, dann wollen wir schauen, ob die vielleicht was Feines für uns haben. Ah, guten Tag. Fremde. Du siehst eine uralte, doch wunderschöne Frau vor dir. Ihre Haut hat die Farbe von Eibenholz. Eibe? Ju?
Auf den ersten Blick wirkt sie gebrechlich, abgemagert und von der Zeit aufgezehrt wie ein Stück Pergament. Ein Blick in ihre strahlenden grünen Augen belehrt dich jedoch eines Besseren. Obwohl sie durch Krankheit getrübt sind, funkeln sie dennoch vor Kraft, gemäßigt nur durch Weisheit und Witz. Lange silberne Haarsträhnen fallen aus der Druidenkapuze über ihr Gesicht. Ja, jeder, der mal Ultima Online ein Rollenspiel Schachs gespielt hat, dem wird sowas hier bekannt vorkommen. Da ist nämlich irgendwie jeder wunderschön und ihr Antlitz überstrahlt, die bla und die lustigen Namen dann Astriella Fatalia und ne, so heißen die dann auch meist, haben einen bunten Namen, sind sehr, sind immer wunderschön, das immer erstrahlt, quasi, sie überstrahlen quasi alles mit ihrer Schönheit. Und so sehen dann meist auch die Texte aus, natürlich noch viel ausschweifender, damit man noch wirklich, wirklich begreift, wie unendlich hübsch dieser Charakter ist, den diese uralte 18-Jährige spielt, die so unglaublich weise ist, so viel gesehen hat und naja. Sie nickt dir zu. Ihr blindes Starren geht leicht über deine Schulter hinweg. Guten Tag, Avatar, und willkommen in You. Wonach sucht ihr hier? Auf Wiedersehen. Name. Habe ich das schon geklickt? Name? Nenn mich doch einfach Madame Pentra. Ach, sie ist die Mutter von der Druisella, wie auch immer, ich habe den Namen vergessen. Sagt sie mit herzhaftem Lachen. So nennen mich alle Menschen in You. Warum auch nicht? Beruf? Sie lacht so heiter und fröhlich, wie es sonst nur jemand könnte, der halb so alt wäre wie sie. Ich glaube, ich habe tatsächlich einen Beruf, wenn man die Maßstäbe Yous ansetzt. Denn ich bin nicht nur eine Druide mit allem, was dazugehört, sondern verkaufe auch alle möglichen Reagenzien hier im Heilkräuterladen. Und deswegen sind wir hier. Wir brauchen Ginseng und Spinnseide für die Heilkraft. Jo. Nun, dies war früher die Stadt der Gerechtigkeit. Sie wurde vom Druidenrat regiert und beherbergt den Hohen Gerichtshof Britannias. Entschuldigung. Sie schnaubt. Doch der Fortschritt hat alles verändert. Der Druidenrat wurde aufgelöst und die Druiden selbst verschwinden langsam. Der Hohe Gerichtshof ist in Richter Drydens Hand. Okay. Die Gerechtigkeit ist gestorben. Alles klärchen, das kommt mir so bekannt vor. Druiden, was ist das? Hattet ihr jemals das Gefühl, wahrlich den Pfad zu beschreiten, für den ihr bestimmt seid? Fragt sie mit hell erstrahlenden Augen. Dies ist das Gefühl, das ich jeden Morgen empfinde und das mich jeden Abend in den Schlaf wiegt. In schlimmen Zeiten schenkt es mir Trost und in fröhlichen ist es wie ein überschwappender Becher. Was hat es mit diesem Druidenrat auf sich? Bevor Blackthorn seine Augen auf Yu richtete, lenkte dieser Rat die alltäglichen Geschicke der Stadt. Er wurde aufgelöst, um Drydens Inquisitionsgerichtshof Platz zu machen. Da haben wir schon ein Büchlein gelesen das letzte Mal. Sie verzieht angewidert das Gesicht. Jo, scheint aber gleichzeitig ein Grinsen zu unterdrücken. Seien wir uns ehrlich, Avatar. Wer glaubt denn bei solch einem Namen ernsthaft daran, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird? Inquisitionsgerichtshof. Das stimmt. Hoher Gerichtshof? Nirgends in der Natur werdet ihr je auf ein Tier stoßen, das einem anderen Tier alles raubt und es daraufhin dafür einsperrt, dass es nichts besitzt. Beim bloßen Gedanken daran taumelt mein Geist. Und doch gilt dieses Prinzip am Gerichtshof. Sie seufzt. Vielleicht bin ich zu alt, um den Fortschritt zu begreifen. Ja. Sehr interessante Texte. Druiden. Um ganz ehrlich zu sein, nahm dieses Problem schon vor Dryden und Blackthorn seinen Anfang. Es war wohl abzusehen, dass in der Stadt der Gerechtigkeit die druidische Lebensweise im Laufe der Zeit durch Politik ersetzt werden würde. Pfad? Die Druide lächelt. Meine geliebte Tochter ist der Meinung, dass jeder Mann dessen Pfad einschlagen sollte. Und wer weiß, vielleicht liegt daran auch ein Körnchen Wahrheit. Aber ich sage nur so viel. Nicht für alle Königreiche dieser Welt würde ich mein Leben ein anderes eintauschen. Schlimme Zeiten. Ein Stirnrunzeln macht sich in ihrem Gesicht breit. Ich spüre das Böse in den Herzen derer, die nun über das Land herrschen. Es mag sich hinter guten Absichten verbergen und hat wohl noch nicht auf alle übergegriffen, die sich ihn angeschlossen haben, doch es existiert. Wenn dieser Unterdrückung niemand Einhalt gebietet, werden Menschen und Natur noch viel Leid erfahren. Ich meine, es bringt dein Name ja schon mit sich, oder? Eigentlich? Tochter. Madame Petra schüttelt mit schwachem Lächeln den Kopf. Ich lehrte sie mein Wissen, so gut ich konnte. Doch einige Lektionen wird sie selbst noch am eigenen Leib spüren müssen, wenn sie älter wird.
Sie sieht die Welt absolut, wie alle jungen Menschen und auch sehr viele alte. Somit hat sie nur einen Teil dessen verstanden, was ich ihr vermitteln wollte. Der Halbgebildete ist schlimmer als der Unwesenwissende, sagte mir Lord British einst. Doch sie hat ein gutes Herz und wird verdientermaßen meinen Platz einnehmen, wenn ich nicht mehr bin. Der Halbgebildete ist schlimmer als der Unwissende. Das stimmt. Diese ganzen Halbwahrheiten sind eine Krätze. Ja. Schlimmer ist die Lüge. Unterdrückung. Ihr mögt mit ihnen verbündet sein oder nicht. Das ist mir egal. Ich erhebe das Wort gegen sie auf meine eigene, stille Art und Weise. Doch ich schreite nicht zur Tat. Deshalb verdächtigen sie mich und meine Macht, ohne etwas gegen mich zu unternehmen. Sie lächeln trocken. Macht? Ein Schwert und eine Krücke. Eine Stärke und eine Schwäche. Eine Verführerin, ein Quell der Verderbnis, ein Werkzeug, das am hellsten in den Händen derer erstrahlt, die nicht damit umzugehen wissen. Am meisten begehrt, am wenigsten verstanden. Doch muss der Mensch bloß in sein animalisches Ich schauen, um zu begreifen, warum er es sich so sehnlich wünscht. Sie schüttelt den Kopf. Begreifen? Ein Lächeln huscht ihr über die Lippen. Denkt über meine Worte nach. Die Einsicht wird gewiss wie von selbst kommen. Na gut. So, Heilkräuterladen. Falls ihr etwas kaufen möchtet, so lasst es mich bitte wissen. Und falls ihr eure Abenteuerbedürfnisse hier nicht befriedigen könnt, dann solltet ihr... Was? Renails Laden einen Besuch abstatten. Sie grinst. Wo ich davon überzeugt bin, dass ihr dergleichen niemals tun würdet, so weise ich euch dennoch darauf hin, dass mein Gehör meinen fehlenden Blick mehr als wettmacht. Wer ist denn dieses Renail? Sie ist eine kluge Geschäftsfrau, diese Renail. Madame Pendra runzelt die Stirn. Eine äußerst kluge sogar. Seid vorsichtig, wenn ihr mit ihr Geschäfte macht. Mich dünkt, die höchste Tugend in ihrem Leben ist die gute Gelegenheit. Verstehe. So. Das ist jetzt natürlich eher ungünstig. Kann ich denn wenigstens das Fenster verschieben? Oh nein, nein, nein. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ja, das ist jetzt die Frage. Was, wenn ich das hier schließe? Dann schließen wir alles. Alles klar. Madame Pendra wird hellhörig, als du dich näherst, und sie richtet ihren lichtlosen Blick auf dich. Beruf, Heilkräuterladen, Kauf. Verdammt nochmal. Spinnenseite kostet nur 2. Ich würde sagen, ja, jetzt haben wir einen Gegenstand hier, der Spinnenseite heißt. Haben wir den jetzt gekauft, oder wie, oder was? Ja, 118. Spinnenseite. Und hier wird... 10 Spinnenseite würden 30 kosten. Ist ja Wucher. Und ist eine Rolle jetzt... Okay, ich hab's nicht so richtig gekauft. Ah, das ist ja nervig. Ich kann die... Dieses dümmliche Inventar kann ich nicht rüberziehen. Ich sehe es aber so nicht. Verschiedene Zauber benötigen verschiedene Reagenzien. Wenn man Reagenzien einsammelt, werden sie zu einem gemeinsamen Vorrat hinzugefügt, auf den die ganze Gruppe Zugriff hat. Wie viele Reagenzien die Gruppe jeweils übrig hat, ist im Zauberbuch ersichtlich. Ah ja, das ist jetzt hier verschwunden. Und wenn ich das Zauberbüchlein öffne, mit dieser Taste... Ja, ich muss jetzt eine Spinnenseite mehr haben. Ich muss auf jeden Fall... Ich kaufe mal so einen 10er Block. Kostet nur 30 Mark. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Kaufen. 10 Rollen. Ja, wie sind die denn teurer? Kann ich sie auch einzeln kaufen, oder? Du kostet jetzt noch 2. Möchte ich das 100 Mal machen? Ja, komm, auf. Wir kaufen ein. Rostiger Streitkolben, 3 bis 9. Nö. Genau, wir verkaufen auch gleich mal unseren Krempel. Zersplitterter Holzschild. Ja, brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Was ist denn dieser Spähstein? Das würde ich gerne mal wissen. Altes Liedgut. Können wir verkaufen. So viel wert wie eine Spinnenseile. Was noch? Was noch? Ah, nächstes Mal, wenn ich es umblätter, ist wieder ein neues Song. Ich verstehe. Inquisitionsgeschichtchen können wir auch mal abgeben. Haben nicht noch mehr geklaut? Was ist geklaut? Wir haben es den... ehrlich erbeutet, das haben wir. Ja, dann würde ich sagen, das
War es? Jetzt schauen wir nochmal in ein Büchlein hinein. 25, 26, perfekt. Also Heilung. Was bräuchte denn Licht? Licht macht Schwefelasche, davon haben wir reichlich. Oh, Gegengift. 24 und auch wieder Ginseng. Ja, Ginseng braucht man für viele Dinge. Können wir fast noch eine Fuhre kaufen, ha? Gegengift, was ist irgendwas vergiftet da draußen? Denn ich meine, dass... Muss man Gift nicht... Also muss man das nicht heilen? Geht das von alleine weg oder hält das ewig an? Gut. Damit würde ich aber sagen, wir speichern das Ganze einfach mal. Auf, ja, das hat ja funktioniert, dann wieder auf einen normalen Speicherstand. Spielstand, wie auch immer. Wer bist du? Du siehst einen deftigen Mann mit kurzgeschnittenem schwarzen Haar und stählernen grauen Augen. Sein Backenbart bedeckt seine breiten, rauen Kiefer wie eine feine Rußschicht. Sein Hals ist so dick wie ein Baumstamm und sein schwarzhäutiger Körper kräftig und muskulös. Er arbeitet gerade an einem Amboss und formt ein heißes Metallstück mit seinem Hammer. Als er dich sieht, sagt er nur: Guten Tag. Guten Tag auch. Mein Name ist Chamfort, mein Herr. Ich schmiede die Waren für die Schmiede. Was? Ich schmiede die Waren für die Schmiede zu den Waffen der Gerechtigkeit. Achso, das ist der Name der Baracke. Wenn ihr was kaufen wollt, dann müsst ihr mit der Ronan oder Ronan, dem Besitzer, sprechen. Ronan der Barbar. Er deutet auf seinen blonden Arbeitskollegen da drüben, der mit dem Bart. Ronan. Okay, der bärtige Mann gibt dir mit raschem Winken zu verstehen, dass er dich gesehen hat. Guten Tag, Beruf? Ich schmiede die Waffen. Ich denke, ich rede mit Ronan. So, jetzt bin ich wieder bei Ronan. Ronan. Ronan kümmert sich ums Geschäft. Ja, ja, das ist geschäftlich. Ich mich ums Schmieden. Das ist die richtige Arbeitsteilung. Wenn ich es wäre, der den ganzen Tag mit den Leuten herumfalschen müsste, wäre ich inzwischen wohl schon verrückt geworden. Das kann ich gut nachvollziehen. Guten Tag. Guten Tag. So, dann wollen wir doch mal in die Schmiede der Gerechtigkeitswaffen oder was auch immer hinein scholzieren. Ein attraktiver Mann mit goldfarbenem Haar und einem elegant kurzgeschnittenen Bart steht vor dir. Um seinen Hals hängt eine Goldkette, an deren Ende ein kleiner Silberdolch angebracht ist. Als du dich näherst, mustert dich sein scharfer Blick von oben bis unten. Schließlich lächelt er und sagt: Willkommen bei den Waffen der Gerechtigkeit, mein Herr, der besten Schmiede Jus. Er ist auch die einzige. Such dir nach etwas Bestimmtem. Kaufen. Das ist ja irgendwie unangenehm. Also Waffen und Rüstung kann ich sehen. Was er sonst noch hat? Keine Ahnung. Oh, eine magische Axt. Plus 10 maximaler Schaden. Ja, leck mich am Kittel für 2000 Mark. Das ist ein bisschen hart. Wir haben nicht mal einen 100er. Rüstungstechnisch... Ja. Sind 100 wert, 40 wert. Für 2er Verteidigung... Ein Lederhelm für 30. Haben wir denn keine Helme? Ne. Time to stir up some trouble? Stir up some trouble? Schwätzt du mal bitte Deutsch? So, das heißt, wir nehmen einfach den Hut. 30 ist ja wert. Ach komm. Bevor der eine oben drauf bekommt und direkt einen Löffel abgibt, würde ich sagen. Ja, aber was machen wir denn eigentlich, wenn es einfach reißt? Wir können ja keinen wiederbeleben. Oder wir dürfen keine Leute wiederbeleben. Oh, Futter ist. Na, wieso ist der Helm pink? Naja. Eigentlich so ein bläuliches Rot, also eher lila. Was machen wir jetzt? Wir schauen uns hier weiter um. Was auch sonst. Also, wir haben auf jeden Fall... Ah, noch ein Laden. Das war diese Eiche. Die weiße Eiche. Klar, da steht's. Das ist der Holzmann. Understood. Understood. Er ist aber nicht... zugegen. Ist die Frage, wer arbeitet hier? Bist du das? Irgendwas sagt er. Gleich können wir reden. Wir werden ihm mal unauffällig auf Schritt und Tritt folgen. Ihm. Na, wo geht er hin? Wo geht er hin? Natürlich in die Taverne, das faule Schwein. Wie spät ist es eigentlich? Ich könnte mal Spaß haben auf die Uhr schauen, auf die Taschenuhr. Oh, ist gleich Mittag. Na klar. Vielleicht gibt es hier die ein oder andere Information abzugreifen. Gasthof zum geschlachteten Lamm. Schön, die Musik ändert sich.
Understood. Können wir jetzt reden? Das sieht doch nach Müller aus. Oder nach Koch? Ein kurzgewachsener, stämmiger Mann steht vor dir. Seine buschigen Augenbrauen passen gut zu seinem bürstenartigen Schnurrbart. Sein Gesicht sieht dagegen rund wie ein Pfirsich mit einer langen, flachen Nase, die es in zwei Hälften teilt. Aus. Eine große, weiße Mütze zieht sein Haupt. Ich bin Jeremy, sagt er. Und ihr? Ich bin der Arschvatar. Ist mir Vergnügen, Arschvatar. Er schüttelt dir die Hand. Womit kann ich dienen? Was ist denn dein Beruf? Jung. Ich bin der Koch. Im geschlachteten Lamm, erklärt Jeremy lächelnd. Daher auch die Kochmütze. Ach was, geschlachtetes Lamm? Das geschlachte Lamm ist das örtliche Wirtshaus. Bei uns kriegen die Stadtbewohner und die Reisenden, die manchmal vorbeikommen, wie wir, zu essen und zu trinken. Reisende? Ja, in Juhl gibt es immer wieder Besucher und Durchreisende. Ich komme davon aber nicht so viel mit. Bekomme davon nicht so viel mit. Dann müsst ihr Douglas fragen, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Aha, Stadtbewohner. Jeremy kratzt sich nachdenklich im Kopf. Ich kenne nicht alle in der Stadt, aber ein paar von ihnen doch recht gut. Über Douglas oder Duelas, den Wirtshausbesitzer, könnte ich so einiges erzählen. Danach über meinen Bruder Hierone, den Schmied Chamfort und die Gemischtwarenhändlerin Renail. Da hört mein Wissen auch schon auf, mein Herr. Die meiste Zeit verbringe ich nämlich alleine. Super spannend. Wer ist denn dieser Hierone? Oh ja, mein Bruder. Ich fürchte, er wird nie mehr ein freier Mann sein. Jeremy schüttelt traurig den Kopf. So etwas wollte ich gar nicht sagen. Diese Worte scheint er weniger an dich zu richten, sondern vielmehr an sich selbst. Er ist ein Abenteurer. Zumindest war das früher. Jetzt ist er ein Gefangener der Unterdrückung hier in You. Unterdrückung auch hier? Jeremy blickt sich nervös um, um sich zu vergewissern, dass niemand mithören kann. Nein, mein Herr. Über die Unterdrückung sage ich gar nichts. Bis auf eines. Er lehnt sich näher an dich heran und flüstert dir ins Ohr. Ihr dürft niemals schlecht über sie sprechen und genauso wenig dürft ihr Lord British erwähnen, sonst weiß ich nichts über sie. Ah ja, Gefangene also, hm? Schau dich mit traurigen Augen an. Ich weiß nicht, warum er ins Gefängnis geworfen wurde, mein Herr. Ich weiß nur, dass er jetzt dort sitzt und das kann nicht so weitergehen. Aus irgendeinem Grund verlangt man 500 Goldmünzen für seine Freilassung. Das ist ja eine Viertel magische Axt. Jeremy stößt einen schweren Seufzer aus. Das Schlimmste daran ist, dass ich nicht genug Geld einnehme, um meinen Bruder da rauszuholen. Meinem, Alter? Meinen Bruder daraus zu holen, mein Herr. Ich fürchte, ich werde Hilfe brauchen, um ihn frei zu bekommen. Frei bekommen. Ein Funke Hoffnung glimmte nicht. Ihr, wer breit mir so helfen, mein Herr? Ja, aber nicht mit Geld, sondern mit guten Ratschlägen. Und ihr könntet die 500 Goldmünzen entbehren, mit denen man meinen Bruder freikaufen könnte? Fragt er aufgeregt. Nein. Oh, sagt enttäuscht. Wahrscheinlich ist das Geld bei uns allen rar geworden. Auf Wiedersehen. Eine sichere Reise, mein Herr, sagt der Mann mit freundlichem Lächeln und winkt dir zum Abschied. Hm. Das ist allerdings tragisch, dass wir hier nicht aushelfen können. Wer ist denn das hier? Ein alter Mann. Du blickst einen stämmigen, älteren Mann mit roten Wangen und einer plumpen roten Nase. Seine verwitterte Haut lässt darauf schließen, dass er einst viel Zeit im Freien verbrachte, vielleicht auf See. Einen schönen guten Abend, mein Herr, begrüßt er dich mit seiner rauen Stimme, die just in diesem Moment einen beinahe trällenden Klang annimmt. Wollt ihr etwas zu trinken haben? Ja, das ist jetzt die Frage. Wir haben 22 Proviant. Oh Gott, Futter kostet aber auch reichlich. Ein Kohl für 4, Ale für 8. Wie viel ist Proviant für 34? 10? Ich meine, Futter geht langsam zur Neige. Ja, verhungern die dann, wenn sie nichts mehr zu fressen haben, oder wie, oder was? Aber ich würde sagen, wir kaufen einfach mal eine Fuhre Proviant und schauen, wie viel das bringt. Nichts. Ah, ja. 22 hatten wir. Okay, das bringt 25, wenn ich das richtig gerechnet habe. Das ist nicht schlecht. Gut, sagt Fremder. Es mundet. Guten Tag, mein Herr, sagt der Herr, als er vom Tisch aufblickt. Ich bin gerade zu sehr mit meinem Mahl beschäftigt, als dass ich mit euch reden könnte. Kommt doch bitte in meinen Laden, die weise Eiche, wenn er geöffnet hat. Wann hat er geöffnet? Das duftet, sagt Fremder. Der Ladenbesitzer blickt von seinem Mahl auf. Achso, der Ladenbesitzer? Achso, ja klar, der vom Waffen der Gerechtigkeit, natürlich. Aber finde ich zum Beispiel wieder fantastisch, dass die hier tatsächlich zum Mittag gehen. Das hat so manches Elder Scrolls Rollenspiel bis heute noch nicht auf die Reihe bekommen. Dass die Leute tatsächlich einen Tagesablauf haben. Nur bei Mods. Ja, finde ich super.
Vor allem, dass die ganze Ultima-Reihe das eigentlich immer schon hatte und damit ja auch immer so ein kleines Herausstechungsmerkmal hatte. Oh! Chiampfwort! Wieso kennen wir Chiampfwort? Nicht jetzt. Ich kann jetzt nicht sprechen. Gut. Die haben eine ganze Stunde Mittag gemacht. Sogar ein bisschen mehr. Und jetzt sind sie auf dem Weg in die Heimat. Ja. Eigentlich müssen wir noch, natürlich sind wir jetzt gerade zur Mittagszeit hier. Das ist natürlich auch nicht das Gelbe vom gelben Ei. Also müssen wir kurz einmal warten. Wobei, wenn sie jetzt Erle wieder an die Arbeit gehen, dann können wir auch vor dem Laden warten. Ist er das? Ne, der Jeremy? Verdammt, wie hieß der noch mit dem... Die weiße Eiche vor allem. Was ist das hier? Ich würde wahnsinnig gern einen, einen Ausbilder finden. Welcher Fasson auch immer. Hm, wir können einfach mal hier warten, oder nicht? Ja, später kriegen wir wieder Ärger, weil wir irgendwie in der Stadt kampieren. Das kennt man doch aus manch anderem Spielchen auch. Ich würde sagen, wir sind lieber vorsichtig. Hm. Ja, wie hat er immer noch Mittag? Ist gleich zwei, Junge. Die haben ja vielleicht sehr merkwürdige Arbeitszeiten hier. Wobei, da arbeitet man natürlich gern, ne? Bei zwei Stunden Mittagspause. Hier ist doch keiner mehr da. Wo sind die denn hin? Oder sind sie jetzt alle im Park und ruhen sich erstmal eine Runde aus, um zu verdauen? Wie darf ich mir das vorstellen? Hm. Also auf jeden Fall gehen wir so ein bisschen auf Abstand, was den Inquisitor angeht und diese komische Unterdrückungstruppe hier. Was ja eigenartig ist. Oh, jetzt regnet es auch noch. Ja, selbstverständlich. Wir können mal die Wache ansprechen. Vielleicht hat die irgendwas Sinnvolles zu sagen zur Abwechslung. Wir wachen mit der Waffe. Jo. Nein, immer das Gleiche. Blip wohl. Gleichfalls. Also wir haben auf jeden Fall einen Kräuterladen. Das mit den Menüs ist allerdings wirklich... sehr, sehr unangenehm. Das heißt, ich kann das gesamte Menü nicht sehen bei der Auflösung. Aber das kann doch nicht sein, oder? Dann wäre das ganze Spiel wäre dann mehr oder weniger unspielbar in dieser Auflösung, weil wenn ich nichts einkaufen kann, ist natürlich doof. Der Typ kommt und kommt nicht in seinen dummen Laden vorbei. Hm. Wir können uns ja mal im Osten ein bisschen umschauen. Vielleicht hat es da drüben noch irgendwas Sinniges. Ach ja, nördlich des Gerichtsgebäudes gibt es natürlich auch wieder die Pranger. Ob wir mit denen reden können? Natürlich. Ein abgemagerter Mann mit ungepflegtem schwarzen Haar steht am Pranger, durchnässt und zitternd. Sein dicker Schnurrbart hängt ihm von den Mundwinkeln herab, sodass man nur seine mit Rissen durchzogene Unterlippe sieht. Er blickt mit seinen glänzenden grünen Augen zu dir auf, die scharf aus seinem schmutzigen Gesicht hervorstechen. Hoffnung macht sich in seinem Antlitz breit. Bitte, bitte befreit uns, Kamerad, fleht er dich an. Name? Mario. Komm, steht er mit erschöpfter Stimme. Der einzige Beruf, den ich deshalb habe, ist es, an diesem Pranger zu hängen, sagt er mit verbitterter Stimme. Meinem Sohn und mir wurde zu Unrecht unsere Lebensgrundlage geraubt. Ach, das sind die aus dem Zwergenfass, oder was? Lebensgrundlage? Mein kleiner Weinladen, der Zwerg im Fass. Er seufzt, doch seine Pforten sind nun für immer geschlossen. Sohn? Ach, allein ist hier neben mir. Er wurde verurteilt, weil er den Behörden nicht verriet, dass ich zu wenig Steuern bezahlte. Aber wie sollte ein so kleines Kind überhaupt wissen, was das alles bedeutet? Er stößt ein verachtendes Ächzen aus. Und auch wenn er es gewusst hätte, der Junge hätte nicht im Traum daran gedacht, seinen eigenen Vater zu verraten. Ja. Mario antwortet wütend. Ich werde auf grausame Weise für ein lächerliches Vergehen bestraft und bin dazu verdammt, einen langsamen Tod zu sterben. Vergehen? Ich war nicht reich genug, um die Steuern zu bezahlen, die heutzutage verlangt werden. Und deshalb gab ich meine Einnahmen eine Spur zu niedrig an. Aber das war ein törichter Fehler, denn ich geriet bald darauf in Verdacht und wurde festgenommen. Am Gerichtshof des Inquisitors wurde ich unter Folter dazu gezwungen, die Wahrheit zu sagen. Naja, oder die Wahrheit. Er verzieht das Gesicht, als sie daran zurückdenkt. Folter? Seid ihr sicher, dass ihr von diesen grausamen Dingen überhaupt hören wollt? Sie haben diese schrecklichen Instrumente im Gefängnis. Und der Inquisitor erzögert und starrt gedankenverloren in die Ferne. Nur froh, dass allein nicht dasselbe widerfuhr, sagt er schließlich mit gebrochener Stimme.
Inquisitor, ha? Seid ihr sicher? Ja, das wollen wir das selber befreien. Wenn ihr das richtige Werkzeug dafür mithabt, dann brecht die verdammten Schlösser auf. Aber befreit lieber meinen Sohn zuerst, für den Fall, dass euch jemand sieht. Wenn ihr ein Herz habt, dann befreit uns, fleht er dich an, als du gehst. Also eine Handwerkerin haben wir ja, das heißt, unsere Julia wird es ja schon richten. Das Problem ist nur, naja, vielleicht sollte man das mit einer Nacht- und Nebelaktion machen. Und wir können das, glaube ich, noch gar nicht, oder? Schlösser knacken, noch nicht erlernt. Ja, wir kommen dann mal wieder irgendwann. Aber den Pup, den können wir auch noch mal ansprechen. Och, da weint doch. Ein kleiner Junge hängt schlaff am Pranger. Das Regenwasser tropft von ihm herab und er fröstelt fürchterlich. Er ist bis auf die Knochen abgemagert. Mehr Skelett als Mensch. Seine Kleidung hängt dem Kind in Lumpen zerfetzt herab und seine schwarzen Haare sind verfilzt und schmutzig. Hier geht's ja rund in der Stadt der Gerechtigkeit. Als er dich näherst, hebt der Junge mit letzter Kraft sein mageres, schlammverschmiertes Gesicht. Er starrt sich mit seinen goldenen Augen an, voll von Hoffnungslosigkeit und Verletzbarkeit. Das ist also Blackthorns Gerechtigkeit, fragt Yoda mit gedämpfter Stimme. Auf Wiedersehen. Wie heißt du, mein Bub? Allein, mein Herr. Seine Stimme ist nicht mehr als ein raues Flüstern. Beruf. Ich half früher meinem Vater im Laden, sagt allein flüsternd. Jetzt bin ich ein Verbrecher. Bei diesen Worten kommen ihm die Tränen. Vater? Mario, wir werden gemeinsam am Pranger zugrunde gehen. Laden? Es war ein Weinladen. Wir arbeiteten schwer und taten niemandem weh, aber Vater konnte sich die Steuern nicht mehr leisten. Verbrecher. Ich habe gegen eines der Gesetze verstoßen, schluchzt er. Dabei wollte ich das gar nicht. Ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Pranger, ich stehe schon so lange hier, dass mir mein ganzer Körper eingeschlafen ist, wenn man der gestarrte Beschwörende die Augen und bettelt. Bitte, könnt ihr uns retten, mein Herr? Was machen wir jetzt? Ja, wir können dir helfen. Ja, wirklich? Er reißt die Augen von Überraschung auf. Aber erstmal reden wir über die Steuern. Wir hatten gerade so viel, dass es für uns selbst reichte, sagt allein mit aufrichtigem Blick. Ja, ich weiß, dass mit denen ich alleine spreche. Ich würde es auch tun. Einfach so. Der Richter sagte, dass ich gegen das siebente Gesetz der Tugend verstoßen hätte, stotterte er. Er sagte, ich hätte meinen Vater anzeigen sollen, weil er nicht genug Geld gespendet. Aber naja, eine Spende ist eine Steuer nicht. Das ist eine Zwangsabgabe. Retten. Ich fürchte, wir haben keine Dietrich-Wahl als Avatar. Teilt der Junge mit. Ah, okay. Als allein klar wird, dass du ihn nicht befreien kannst, strömen ihm Tränen über sein Gesicht und sein geschwächter Körper verkrampft sich vor lauter Schluchzen. Ja, scheiße nett. Wie kriegen wir denn die hier? Wir müssen irgendwo einen Dietrich finden. Ja, aber nicht, dass der jetzt irgendwie im Laden irgendwo rechts im Menü zu finden wäre oder so. Also wenn das so weitergeht, dann... Dann werde ich das Ganze offscreen machen müssen. Das heißt, ich werde in der Stadt rumlatschen, ein bisschen mit den Leuten reden, aber wenn ich was einkaufen muss, dann werde ich das offscreen erledigen. Sowas wie Dietrich hier, das wäre zum Beispiel ganz günstig. Nicht jetzt. Schloss und Schlüssel. Na, gibt es hier vielleicht was Feines? Kann ich was lernen? Ja. So, der Avatar, sag mal guten Tag. Da steht auch schon wer. Aha. Eine athletische Frau mittleren Alters lächelt dich höflich an. Auf ihrer Nase sitzt eine runde Brille und ihr sandblondes Haar ist nach hinten zusammengeknotet. Willkommen in Yus Gemischtwarenladen, mein Herr. Ich bin Renail, die Besitzerin. Womit kann ich die... Ach, das ist die Abzugarene. Weiter. Ja, ich würde sagen, wir gehen direkt auf Kaufen. Ja, wir sehen... Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Kann ich das irgendwie mit... der Tabulator-Taste durchklicken, die kann ich nicht. Was ist das hier? Schlafsack. Ein Schlafsack fürs Gelände? Zum Benutzen reicht es weg. Ja, den hätte ich gern. Sehr schön. Einer reicht, würde ich sagen, oder? Schlafen ja bestimmt alle in einem Schlafsack, so ist es ja nicht. Das Problem ist, ich kann das nicht sehen. Das ist richtig... unangenehm. Ich
kann es auch nicht irgendwie... Nein, leider nicht. Gut. Vielleicht hat sie Dietrich jetzt im Verkauf. Vielleicht hat sie das nicht. Hm. Leider, leider kann ich das aber nicht herausfinden. Jetzt gehen wir nochmal zur weißen Eiche. Ein Ausbilder wäre gar nicht mal so schlecht. Schlösserknacken zum Beispiel halte ich für eine momentan sehr wichtige Fertigkeit. Ach, da steht er ja. Viel zu tun. Ja, ja. Du siehst einen Mann vor dir, der etwa 40 Jahre alt zu sein scheint. Sein dickes, lockiges Haar hat links und rechts von seiner Stirn schon grauen Glanz angenommen. Seine himmelblauen Augen hingegen erscheinen dir jugendlich und sein Blick ist standhaft und selbstbewusst. Er hinkt am rechten Bein. Seid gegrüßt, mein Herr. Du grüßt dich freundlich. Willkommen in der Weißen Eiche an diesem regnerischen Tag. Seid ihr an meinen feinen Holzarbeiten interessiert? Ja, selbstverständlich. Seid ihr möglicherweise daran interessiert, eine meiner Arbeiten zu erstehen? Fragt der Herr mit erwartungsvoller Miene. Ja. Schon. Achso, Holz und Schilde, Stäbe, also einen Schmiedehammer. Eine Keule. Ich schätze mal, das sind einfach nur Waffen. Was er sonst noch anzubieten hat? Tja, das steht in den Sternen. Allerdings fragen wir noch seinen Beruf. Vielleicht kann er uns was beibringen? In meiner Jugend war ich Holzfäller, sagt er mit wehmütigem Blick. Und jetzt ist ein Tischler aus mir geworden. Tja, so kann es im Leben gehen. Schau dich verwirrt an. Sagte ich das nicht bereits, mein Herr? Ich bin Tischler. Tischler? Ich benutze für meine Möbelstücke nur stämmigstes Eibenholz, erzählt er lächelnd. Mit dem Lord British verschwand, wurden die Abholzverbote für Eiben gelockert. Und infolgedessen komme ich aus dem Verkaufen gar nicht mehr heraus. Eiben? Oh ja, das bleiche Eibenholz ist das stärkste und biegsamste Holz, das es gibt, mein Herr, lächelt er. Es gibt nichts, mit dem ich lieber arbeite, und die Leute zahlen gut dafür. Aber natürlich arbeite ich auch mit anderem Holz. Birkenholz, etwa Ahorn, Pappel, Zeder und natürlich auch Eichenholz, um nur einige Sorten zu nennen. Selbstverständlich. Abholzverbote? Ja, Lord British versuchte, das Abholzen der seltenen Eiben einzudämmen. Oh, oh. Doch seit die Unterdrückung an der Macht ist, gibt es kein Verbot mehr. Aus Dankbarkeit machte ich Richard Dryden mein edelstes Werk der Schnitzereikunst zum Geschenk. Auch die Unterdrückungsanführer können der Schönheit des Eibenholzes nicht widerstehen, grinst er. Und sie haben genug in ihren Beuteln, um dafür zu zahlen. Hm. Richard Dryden? Ja, genau. Lord Dryden, sagt der Herr lächelnd. Er ist mein bester Kunde geworden und bei der Bezahlung lässt er sich nicht lumpen. Ich bin ihm zutiefst im Dank verpflichtet. Holzfäller war er ja mal. In meiner Jugend war ich ein einfacher Holzfäller, sagte er mit trübsinnigem Blick und gehobenen Augenbrauen. Eines Tages erhielt meine Freunde und ich den Auftrag, eine Eibe unter dem Friedhof südlich der Stadt zu fällen. Als wir mit der Arbeit anfingen, wurde der Himmel plötzlich grau und der Wind pfiff wie wild um uns. Gerade als meine Kameraden und ich Schutz vor dem Unwetter suchen wollten, gab der Baum den heftigsten Windstößen nach und krachte zwischen uns auf den Boden. Mein Bein wurde dabei leider unter einem großen Ast eingeklemmt. Es halte seit jemals nie mehr richtig. Und deshalb muss ich mit der verdammten Humpelei leben. Aha, im Süden also. So, so. Ich bin mir sicher, da war tückisches Hexenwerk im Spiel, fügt er mit finsterem Gesicht und einem Hauch von Wut in der Stimme zu. Hexenwerk, sagst du? Tja, wer weiß, sagt er mit ernster Stimme. Ich vermute, dass diese Druidin dahinter steckt. Madame Pendra. Madame wer? Bei der müsst ihr auf der Hut sein, mein Herr, warnt ihr euch, bitte ich. Das heißt, die Frau sei ein Geschöpf des Waldes und habe schon zu Anbeginn der Zeit gelebt. Auf jeden Fall lebt sie schon seit meiner Geburt hier. Wie alt sie tatsächlich ist, das weiß niemand. Also über 40. Er lehnt sich näher an dich heran. Es heißt auch, sie habe Kraft, die Waldgeister zu beschwören und ihrem Willen zu unterwerfen. Ach was. Wie erklärt ihr euch sonst die merkwürdigen Geschehnisse im Wald, mein Herr? Fragt er mit ernster Miene, während er seine Hände in einer fragenden Geste nach oben streckt. Eine Druidin hätte keine Skrupel, Holzfäller zu vertreiben. Mit jedem Satz steigt seine Erregung. Und als sie bat, meine Wunden zu heilen, da machte sie mich zum Krüppel und raubte mir meinen Lebensunterhalt. Natürlich. Druidin? Pah, spuckt er. Ich sehe keinen Grund, Druiden zu trauen. Das sind für mich scheußliche Walddämonen. Hm. Puff, auf Wiedersehen. Seht zu, dass ihr auf euren Reisen trocken bleibt, mein Herr. Verabschiedet sich der Herr lächelnd. Ja, draußen regnet es, das wird schwer. Oder ist der Regen schon vorbei? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
Im Süden also haben wir eine Eibe, die er fällen wollte, und dann ging es los. Vielleicht ist es ein spezieller Baum, da könnten wir mal hinschauen. Ah, das Wetter ist wieder äußerst schlecht. Und irgendwie müssen wir lernen, Schlösser zu knacken. Aber das will nicht so richtig. Wir könnten natürlich mal zu dem Schrein gehen, Zwergefassiger. Hier ist nicht mehr viel los. Hier drüben im Osten ist, glaube ich, auch nichts, ne? Nein. Und hier war nur der Gemischtwarenladen und die zwei angeketteten armen Seelen. Die natürlich wegen Steuerhinterziehung sitzen. Kein Kavaliersdelikt hier zu landen. Ja, und da ist natürlich der Gerichtshof oder was? Oder das Gefängnis viel eher. Jetzt ist der falsche Augenblick, um zu reden. Ja, selbstverständlich ist es das. Tja, ja. Noch einen Blick auf die Karte rein. Also Futter haben wir jetzt ein bisschen was. Wir haben, genau hier den rechts. Den Schlafsack haben wir, nicht den Rechtsklick. Ja. Und damit würde ich eigentlich sagen, steht jetzt die Reise zum Schrein an, den wir beten sollen. Dann werden wir uns mal ein bisschen bei den Druiden ja, beliebt machen, beziehungsweise bei der Druisella oder wie die hieß, und bei der anderen, bei der Pendra, bei der Mutter Pendra. Wobei ich mich frage, gibt es denn irgendwas in Form von Ank? Ach stimmt, wir haben Ank, das wäre das Symbol hier, das ultimative Symbol. Wir haben also keine kein Journal oder sowas, kein Tagebuch, wo wir nachschlagen könnten, was für Aufträge wir haben, ne? Das gibt's alles nicht. Das ist nur die Übersichtskarte. Tja. Tja, ja. Gut. Also würde ich sagen, wir, ja, wir schauen in den Süden. Nein. Ist das überhaupt der östliche Ausgang? Ich nehme es mal an, ne? Da unten ging es nicht weiter, oder ist da noch was? Ah ne, da hinten geht es wieder. Der Buggelnuff hat ein Häschen, hoppelt in den Wald. Ja, wohl, das machen wir vielleicht als nächstes. Und hier haben wir es ganz klar mit dem Friedhof zu tun. Grabstein, Linksklick zum Lesen. Wir wissen zwar nicht, wie er hieß und was er im Leben so trieb, nur eines können wir für ihn tun. Wir lassen ihn in Frieden ruhen. Norlings Ingenieursleben war nicht lang. Die 3000 Flachs waren sein Untergang. Norling? 3000 Flachs? Bitte? Hier ruht die obere Hälfte von Blackthorns altem Hofnarren. Nett? Hier ruht die untere Hälfte von Blackthorns altem Hofnarren. Ach, sowas mag ich ja. Diese Scherzartikel, Scherznachrichten auf so Dingern. Oh Gott, ist ja alles voll. Im Grunde der Bucht kann man ihn gefunden hat, den Ritter, der ruht in seiner Ruhestadt. Wäre doch nur gewesen, eher ein Bauer. Denn Bauern kleiden sich manchmal schlauer und haben keine stählernen Rüstungen an, mit denen man leichter ertrinken kann. Ja, hübsch. Axel Tengelin, geliebter Vater und Großvater. Die bloße Erwähnung seines Namens schenkt allen ein Lächeln. Seine Handwerkskunst war in aller Munde. Er konnte eine Säge zum Singen bringen. Einen besseren Holzschnitzer gab es nicht. Hohen Frieden, Gonzo. Er kannte die Stadtleute gut. Haki übersetzte seine letzte Zeile. Da trennte ihn ein Beistrich in zwei Teile. Naja. Naja, naja, naja. Gut. Viel mehr gibt's hier, glaube ich, auch nicht, oder? Und ich glaube schon, doch, der arme Pat ruht hier, gefressen von Rattengetier. Von Rattentier. Ja, ist ein bisschen merkwürdig. Man kann ja nicht gescheit navigieren. Wir können mal die Großen uns anschauen. Der gute alte Jon ruht hier. Er war auf der Jagd nach einem wilden Tier. Doch da geschah das Unglück. Er trat in einen Fallstrick und kam nie mehr aus dem Wald zurück. Kommen wir denn hier aus dem Friedhofsgelände wieder raus? Jetzt laufen sie automatisch dahin. Ach, so geht das. Ja, interessant. Oh, da oben sind wir direkt den Feind. Er legt schon mal spaßhalber an. Naja, gut, dann würde ich sagen,
Für den Moment soll es erstmal gewesen sein mit You. Wir haben uns die komplette Geschichte jetzt hier angeschaut, mit allen mal ein bisschen gequatscht. Wir können leider, leider den Leuten nicht helfen, die da angekettet sind, zu Unrecht, wie ich einfach mal annehme. Oder ja, das Recht wird hier ein bisschen merkwürdig ausgelegt. Ja, das nächste Mal wollen wir da mal schauen, ob wir nicht in den Wald kommen. Und vielleicht finden wir irgendwas Spezielles an einer dieser dicken Eiben. Ich nehme mal an, das sind die. Und dann geht's auch zum Schrein, wie uns von der Druidin aufgetragen wurde. Ansonsten wisst ihr nicht, was wir jetzt hier großartig machen sollen. Aber ich nehme mal an, wir müssen hier das Unrecht irgendwie aus der Stadt vertreiben. Ja, wie gesagt, das nächste Mal. Ich hoffe, es war halbwegs interessant, unterhaltsam. Und wie gesagt, Däumchen, Kommentärchen, konstruktive Kritik, immer gerne gesehen. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.